Grüß Gott, mein Name ist Professor Florian Geiger und ich rede mit Ihnen heute über Rückenschmerzen im Kindes- und Jugendalter. Viele denken, dass Rückenschmerzen eine Alterserscheinung sind und im Kindesalter gar kein Problem darstellen. Dabei ist dies häufiger, als man denkt und sollte genauso ernst genommen werden. Bei Kindern unter 10 Jahren klagen ca. 4% über wiederkehrende Rückenschmerzen. Zwischen 10 und 17 Jahren sind es schon 20%. Viele davon sind durch die Schmerzen in der Schule beeinträchtigt, nehmen Medikamente oder sind in Behandlung. Am häufigsten sind Mädchen während der Pubertät betroffen. Ein Großteil der Beschwerden wird als unspezifisch klassifiziert. Das heißt, man findet keine eigentliche Ursache. Dennoch ist es gerade im Kindesalter wichtig, alle möglichen Ursachen zu untersuchen. Das können Sportverletzungen sein, angeborene Fehlbildungen oder Wachstumsstörungen, wie zum Beispiel Wirbelgleiten oder Morbus-Scheuermann. Häufig sind auch muskuläre Probleme, aber es muss immer auch an ernste Erkrankungen wie Stoffwechselstörungen, Rheuma, Tumoren oder Infektionen gedacht werden. Von Wachstumsschmerzen wird häufig gesprochen, wenn man sonst keine Ursache findet. Man darf aber nicht vergessen, dass zum Reifungsprozess mehr gehört als das körperliche Wachstum. Viele Jugendliche haben Ängste und Sorgen, die sich in Depressionen, Schlafstörungen und unspezifischen Schmerzen ausdrücken. Auch diese Probleme sollten ernst genommen und berücksichtigt werden. Regelmäßiger Sport und Bewegung, aber auch ausreichender Schlaf sind hilfreich, da sie neben dem Training auch zu einer positiven Lebenseinstellung beitragen. Leistungssportler neigen jedoch zu häufigeren Schmerzen. Viel Sitzen, Videospiele, Fernsehen und Rauchen führen zu Rückenschmerzen. Wohingegen die Schultasche, Schulsport und sonstige körperliche Tätigkeiten keinen negativen Einfluss haben. Auch zu Hause mithelfen ist nicht schädlich.